willkommen zu meinem Let's Play Hearthstone. Heute wieder neues Game im Bereich Constructed. Ich habe gedacht, ich pack mal den Tempo-Mage aus. Ja, wieder Magie, man glaubt es kaum. Ist auch ein Metadeck, hat es in der letzten Saison in Trier 2 ganz nach vorne geschafft. Sehr interessant, den Tempo-Mage hat man jetzt in seiner Upper schon in so viel verschiedenen Variationen und Formen gesehen. Die war da bestimmt auch bei. Da hat sich so im ersten Augenblick nicht wirklich viel verändert. Deswegen werde ich da nicht zu sagen, die Spielliste wird ja wie immer im Spiel eingeblendet. Und ja, ich lege direkt los und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ja, halt ihn mal. 3-2 für 2 Mana geht. Mal unabhängig vom Zauberschaden. Wie jetzt alle Welt spiegelt Maligos-Druide, oder was ist das? Ja, machte seine Arkan-Riesen schon schön billig. So, wäre jetzt natürlich super, wenn ich damit durchkommen würde. Der lässt den am Leben und ich spiele in der nächsten Runde den Coin und die Arkan-Intelenz. Oh, passt sogar. So, ein bisschen Karten ziehen. Immer gut. Da haben wir den Schürer. Gut, den können wir jetzt noch nicht einsetzen. Das wäre im Minimalfall was für die vierte Runde. Den würde er mir auf jeden Fall direkt nehmen. Okay. Ja, der hat ja schnell aufgegeben. So, jetzt gegen Jäger. Behalte ich den Mana-Würm. So mache ich das, ja. Da gibt es jetzt bestimmt richtig auf die Uhr. Hier Face Hunter oder sowas. Oder vielleicht auch Secret Hunter. So, da haben wir schon mal Glück gehabt. Okay. Den Arkanschlag. Und Angriff. Jetzt kommt der Klebe. Oh. Ja, wie nehme ich denn? Den nimmt er. Erstmal zwei Karten ziehen. Kann ich mit dem Coin in der nächsten Runde den Azurdrachen spielen? Ich könnte aber auch. Boah. Ich mach das so. Ja. Leok nehme ich auf sicher. Nochmal Karte ziehen. Ja klar, nochmal Karte ziehen. Den Köter muss ich ihn wegnehmen, weil es ein Wildtier ist. Wenn er Fass auf der Hand hat, macht er dadurch dann halt mehr Schaden. Sickolik. Eigentlich den auch spielen. Hä?
Hätte ich den mal nicht gespielt, ja, hätte, hätte Fahrradkette, ne? Der müsste eigentlich am Leben bleiben, ne? Es kann auf jeden Fall seinen Adlerbogen schon mal nicht einsetzen. Wenn er jetzt eine Sprengfalle auf der Hand hat, ist das natürlich... Oh, Ragnaros! Der geht ins Gesicht. Ich ergebe mich. Und da gibt auch er auf. Ja, das waren zwei Spiele mit dem Tempo-Mage. Ich hoffe, ich konnte euch damit gut unterhalten, obwohl die beiden Gegner aufgegeben haben. Tut mir echt leid dafür. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, bleibt sauber und schaltet euch senkrecht. Euer Protoss. Ciao.